Hallo, hier Daxia mit Layers of Fear, Part 7 inzwischen. Inzwischen, ich habe gerade erst eine Folge hinter mir gebracht, nach mehreren Monaten. Ich kann mich dunkel an diesen Raum erinnern. Und eigentlich will ich nicht, ich mache aber trotzdem zu. Weil ich nicht weiß, ob ich hier atmen muss. Das sieht alles ziemlich cool aus. Also das hier sieht. Das ist cool aus. Das auch irgendwie. Ich sag nichts dazu. Okay. Aber das sieht alles irgendwie hier drinnen sehr gruselig aus. Diese ganzen Bilder, die haben irgendwie teilweise entweder was Gruseliges oder richtig Grausames. Ich kann es leider nicht so gut erkennen. Gut, schauen wir erstmal, was hier ist, bevor wir den Schlüssel an uns nehmen. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen und kann und ich Ihre Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich von der St. Anne Krankenhaus alles ist in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzung Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme und das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich, die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiteren Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unserer Mitarbeiter, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten und meinen Assistenten Ihnen die Kontaktinformation mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen von den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Medizinischer William H. Green. Oder H. Green. Okay. Okay. Hat die Frau wohl irgendeinen schweren Unfall hinter sich? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren es Verbrennungen? Oh Gott. Das glaube ich auch die Titelmusik, also die Menümusik von dem Spiel. Versteht man natürlich auch, warum das alles so eine. War das vorher auch so schon so? Nein, definitiv nicht. Oh Gott, ich will nicht rein. Okay, warte einfach. Komm, geh zu. Ich halte es für eine doofe Idee, aber ich mach's trotzdem. Okay. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Tja, hättest du es mal getan, würde ich meinen. Also. Es sei was mit dem Malen und lieber auf sie gehört. Mann. Okay. Das war's wohl erstmal von dem Zimmer. Gehen wir weiter. Ich muss jetzt dazu noch sagen, ich kann hier nicht wirklich bei mir großartige Gruselatmosphäre aufbauen. Oh.
ist tatsächlich genau die gleiche Stelle. Weil ich die Rollos von meinen vorherigen Zinsen mitgenommen habe, aber es hat natürlich nicht viel gebracht, weil die Fenster hier größer sind. Und daher, ja, habe ich links und rechts jeweils einen Spalt, nicht groß, aber. Und dazu konnte ich noch ein weiteres Fenster nicht zumachen. Und daher, naja, ich habe das abgeschottet, was ging. Mehr geht's jetzt nicht. Okay, da gehe ich zum Schloss durch. Hier ist. Okay, schön. Scheint Feuer zu sein. Okay, da können wir nicht durch. Okay, gehen wir weiter. Ich habe so das Gefühl, dass wir gleich in dieses Zimmer kommen. Springen? Nein. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich habe so das Gefühl, dass ich dann einbrechen werde. Okay, ich bin jetzt mal so. Scheint aber auch nichts weiter zu sein. Ich bin jetzt mal so mutig und klopfe da einfach mal durch. Aber ich bin gerade verwirrt. Das Ding sagt mir noch an, ich hätte eine Taschenlampe. Aber kommt der jetzt noch? Gib mir eine Taschenlampe. Egal. Hier ist nichts weiter. Hier passiert wohl auch nichts weiter. Dann gehen wir durch die Tür. Okay. Danke. Alles ist gut. Okay. Ja, sieht nach einem romantischen Abend aus. War hier schon mal? Oh, was haben wir hier? Warnung, die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologen oder Psychiater, konsultieren. Wobei man immer sagen muss, Psychiater sollte mal der letzte Schritt sein. Ausdruckslose Blickstarre ins Leere, ja. Willkürlich Zucken der Gesichtsmuskulatur, Gott, ja. Schlaflosigkeit nicht bemerkt. Ja gut, wenn man selbst. Alles klar. Unübliche Gestik und Körperhaltung schon immer gehabt. Okay. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren, definitiv, okay. Was Depersonalisation? Was soll das überhaupt bedeuten? Depersonalisation, ich würde sagen, Verlieren der eigenen Persönlichkeit.
würde ich jetzt daraus interpretieren. Ungeschickte, schwerfällige Bewegung könnte von Unfall kommen. Unfallanfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten, eher passiv-aggressiv. Antriebslosigkeit, ja. Soziale Tendenzen. Fragezeichen, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Oh Gott, was soll da mit meiner Sprache los? Ich guck mal das hier kurz nach, ob ich mit meinem Verdacht hier ein bisschen richtig liege, weil das ist ja immer hier so ein bisschen richtig. Bis gleich. Okay, ich habe mich jetzt mal ganz schnell klug gemacht. Ich halte es hier mal kurz an und mache dafür mal die Folge ein bisschen länger. Habe ich das jetzt beendet oder? Ich habe gar nicht das einfach. Gut. Okay. Und zwar ist, habe ich jetzt mal aus dem Wiki, allgemein bezeichnet Depersonalisation oder Depersonalisierung den Verlust oder die Veränderung des ursprünglichen natürlichen Persönlichkeitsgefühls. Im speziellen Sinne versteht man unter Depersonalisation eine veränderte Bewusstseinszustand, bei dem die Betroffenen ihre eigene Person, das heißt ihren Körper, ihre Persönlichkeit, ihre Wahrnehmung, ihre Erinnerung, ihre Denken, fühlen, sprechen oder handeln und oder Personen und Objekte innerhalb ihrer Umwelt als verändert, fremd, nicht zu sich gehörig, lieblos, fern oder unwillkürlich unwirklich erleben. Liegt nur eine verfremdete Wahrnehmung oder liegt nur eine verfremdete Wahrnehmung der Umwelt vor, benutzt man die Bezeichnung Derealisation. Wenn diese Symptomatik häufig oder dauerhaft vorliegt und ein erhebliches Leiden verursacht, gilt sie als eine psychische Störung. Diese Störung wird als Depersonalisationsstörung oder kurz Depersonalisationsstörung bezeichnet. Also nicht ohne. Kann zu einer Persönlichkeitsstörung führen. In dem Fall mit Unfall könnte es sehr wohl sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Unfall war. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt überhaupt schon in diesem Spiel erwähnt wurde. Daher, mal schauen. Okay, hier ist nichts weiter. Bang. Tschüss, Ratte. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war, deswegen schaue ich mich jetzt erstmal hier nochmal richtig um. Ich will eine Taschenlampe, verdammt. Das geht auch. Und hier... Make up your mind. Was? Entscheide dich, alles klar. Ja, das soll aber heißen, dass unser Hirn ziemlich durcheinander ist. Oder also, dass wir insgesamt sehr durcheinander sind. Aber bei dem, was wir bisher herausgefunden haben, ist das kein Wunder. Achso, ich kann jetzt übrigens direkt weitermachen. Ja. Sorry, dass ich das dann noch mit eingefügt habe. Ich finde, sowas ist eigentlich wichtig. Und vielleicht sollte ich mich viel mehr für die ganzen... Oh, das hat ja mit der Falle gut geklappt. Für die ganzen Versprecher, entschuldigen. Aber ich bin immer gewöhnt, schnell zu sprechen und da kann natürlich schnell ein Fehler auch passieren. Okay, haben wir hier Licht. Nein, aber die Tür ist automatisch zu, also kommen wir hier sowieso nicht mehr so schnell wieder raus. Eine Büste. Waren wir ja schon des Öfteren. Yay! Okay. Okay, jetzt hier. Stopp, stopp, stopp. Reicht. Hier können wir nochmal reinschauen. Ach Mann, der verdammte Tisch. Nichts. Außer Medaillen. Und. Ach, ihr nennt das nichts. Auch das sieht sehr lebensbejahend aus. Da geht's dann wohl weiter.
Okay, das hat man schon vorhin. Kann man das anders? Ja, schön. Wenn ich mal ein bisschen mehr Sicht. Das soll nicht. Gut, dann können wir, glaube ich, weiter. Also ich tasse mich jetzt hier wieder langsam voran. Ah ja, also jetzt kann man ins Kürzeste nicht mehr zurück. Heilige Scheiße. Ach, habe ich überhaupt... Ah ne, das ging ja auch gar nicht. Okay, schön. Schockwas nach, ey. Ja, gehen wir weiter. Okay. Nichts von Bedeutung. Okay, ich gehe erstmal hier lang. Das war bestimmt das eine Fehl. Das war ein Fehlschlag. Ich will wieder zurück. Verdammt. Na gut. Okay, jetzt wiederholen sich langsam die ganzen Bilder. Aber es ist ja natürlich nicht unüblich. Außerdem gar nicht so falsch. Denn so funktioniert tatsächlich unser Gehirn. Durch Wiederholung. Na komm. Das hat er vorhin auch schon mal. Und hier scheint aber wirklich nichts Wichtiges zu sein. Das ist auch nichts verstörend. So, die kann man auch nicht anmachen. Okay. Ja, schön. Ich wollte noch wissen, wie es bei einer Tür weitergeht. Scheiße, jetzt habe ich bestimmt ein Easter Egg oder so für übersehen. Ja, würde ich meinen, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Dies war's von der 7. Folge von Layers of Fear. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.